Ja, servus Leute und herzlich willkommen. Ja, im Hintergrund der IHC und die große Schleppe. Die haben wir da stehen. Wollten ja alle mal sehen. Das ist die große Hersteller, Mandam oder so ähnlich. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. So alt ist er noch nicht. Ja, 6 Meter oder was die, glaube ich, hat. Mit dem Ding wird jetzt die Wiese abgeschleppt, die haben wir heute geholt. Ich habe jetzt entschieden, ich mag es trotzdem schon wegen Ehre. Ich habe schon die Ketten ausgehängt, die Sicherungsketten, dass sie nicht aufklappt. Und habe mir sie mal ein bisschen eingestellt, voreingestellt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, aufgeklappt wird die übers Steuergerät. Die hängt auf dem einfach wirkenden, also quasi auf Kipperanschluss. Das ist dieser Hebel bei mir. Jetzt ist er unten. Ja, es geht durch die Schwerkraft. Und da fangen wir jetzt dann einfach mal an. In der Höhenregulierung ein bisschen auf an der Hydraulik, dass er vorne nicht die Wiese abschabt. Ich soll zwar die Maulwurfshügel mitnehmen, aber natürlich auch ihn nicht die ganze Wiese abschaben. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Abgeschleppt. Das ist ja die Wiese hier unten an dem Weiher bzw. vom Grundstück unterhalb vom Feld. Die kennt ihr ja vom letzten Jahr noch, da habe ich hier gepresst. Das sind 0,9 Hektar. Einmal abgeschleppt. Ja, und wie wird die Schleppe wieder zusammengeklappt? Ich habe hier unten den Hebel. Dann müssten wir noch die richtige Richtung nehmen. Die klappt dann einfach hoch. Zack. Und gut ist, dann habe ich die wieder. So, jetzt geht es auf die nächste Fläche. Das sind jetzt dann erst einmal noch die zwei Wiesen daheim. Einmal oberhalb für die Pferde und einmal unten bei die Schweinehühner. Und dann fahren wir auf die letzte Wiese. Die Wiese, die habt ihr schon mal gesehen, vor langer, langer Zeit. Da habe ich auch mal eine kleine Rundfahrt gemacht. Wir wollten ja mal OKF machen. Ja, und die Wiese, die bietet sich jetzt gerade wunderbar dazu an. Wenn ich sie eh abschleppe,
Da kann ich euch den mit zeigen. Thank you.
Mittlerweile haben wir Samstagabend. Eigentlich habe ich mir heute viel vorgenommen. Und dann war der Tag doch wieder schneller rum als gedacht. Ich wollte eigentlich heute Schweinestall und Hühnerstall mit sauber machen. Ist ja gestern liegen geblieben, weil wir gestern so lange gearbeitet haben, bis 6:30. Dann war es eigentlich geplant, dass ich vielleicht heute schaffe. Ja, jetzt haben wir auch schon wieder 6 durch. Und was ich heute geschafft habe, Pferdestall ausgemistet und Lore ausgeleert. Toll. Naja, und die Wiesen abgeschleppt. Hat alles länger gedauert als geplant. Blöd gelaufen. Futter habe ich vorher noch geholt gehabt. Hat auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und ja, bei den Schweinen war ich dann heute nicht. Jetzt muss ich morgen einmal gucken, vielleicht, dass ich morgen den Schweinestall noch mache. Und Montag arbeite ich erst ab 16 Uhr. 16 Uhr bis Ende offen. Kann Dienstag früh um 1, 2, 3, 4, 6 werden. Weiß man nicht. Ja, wir müssen die Firma wieder ans Laufen kriegen. Müssen wir wieder Strom drauf geben. Das wird angeklemmt. Also ich klemme es nicht an, aber ich muss Hilfsarbeiten leisten. Bin ja Helfer, Elektrohelfer. Jo, schauen wir halt einmal. Auf alle Fälle, jetzt heißt es halt mal gucken, wie es da dann weitergeht. Irgendwie schaffe ich die Stelle. Was ich aber eigentlich sagen wollte zu meinem Problempatienten hier. Ja, der Vater hat heute die Köpfe nachgezogen. Die sitzen jetzt richtig stramm drauf, da kommt auch kein Wasser nichts mehr raus. Bombenfest. Es war doch noch einiges nachzuziehen jetzt. Das hat sich gelohnt. Der hat heute einen Ölwechsel gemacht und der hat den Ölspaltfilter gleich sauber gemacht. Und soweit ich weiß, den Luftfilter hat er den Ölwechsel auch gleich mitgemacht. Ist ja ein Ölschlammfilter. Ja, dann wegen meinem Problem mit dem Blinker. Da hat er jetzt ein Blinkrelais bestellt, der neues. Ja, das ist aber gar nicht das Blinkrelais. Ist viel besser. Also was ich zeige euch mal was. Schlüssel drin. Zündung. Blinker geht. Tja, Problem gefunden. Ist aber nicht das Zündschloss funktioniert, sondern der da. Der gute alte Bosch-Schlüssel. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was erkennt. Der ist vorne so ausgenudelt. Der drückt nicht mehr richtig rein. Und dann habe ich keinen gescheiten Kontakt mehr drin. Und dann fängt er das Spinnen an. Daher das ganze Problem mit der Elektrik. Daher das ganze Blinkproblem. Wenn ich quasi Vollgas gebe, dann wackelt der Schlüssel im Zündschloss ein bisschen und dann gibt es diese Flaggereinheiten. Hat er vorhin probiert, hält den Schlüssel richtig bombenfest, passiert überhaupt nichts, lässt den Schlüssel los und der klappert ein bisschen im Zündschloss rum, weil er so ausgeleiert ist. Mist. Ja, der hat halt auch schon einige Stunden gesehen. Der war aus dem K15. Vom KA15 hatte ich keinen Schlüssel. Da hatte ich bloß das Zündschloss, aber gar keinen Schlüssel. Da habe ich das Zündschloss von meinem K15 genommen. Dass der aber so miserabel ist, das habe ich eigentlich nie erwartet. Ja, gut, ich habe da auch nie Blinker oder was gebraucht, von daher hat man es nicht gemerkt. Jetzt brauche ich einen neuen Schlüssel. Das Problem mit dem Öl, was drüben rauskommt, da hat er jetzt nochmal geguckt. Also es ist nicht die Dichtung vom Schaulochdeckel, die da der undicht ist. Die kann er ausschließen, die ist bombenfest, die hat er auch nachgezogen. Es ist eine Verschraubung von der Ölleitung außen drauf, vom Öldruck. Manometer. Da war eigentlich schon eine Dichtung drauf, die hat er getauscht. Und da kommt aber schon wieder Öl raus. Also es kommt von der Dichtung da. Nagelneue Dichtung drauf, hat nichts gebracht. Hat er noch einmal eine Dichtung drauf gemacht, hat wieder nichts gebracht. Oh, scheiß Dreck. Naja, das wird auch gar dicht werden. Dann hat er noch eine kleine Undichtigkeit. Die ist aber aktuell nicht so schlimm, hat er gesagt. Das lassen wir erst einmal. Zapfenstummel hinten so ein bisschen. Ist aber nicht so, dass es jetzt dann gleich einen Fettfleck oder was drunter gibt. Der ist halt einfach bloß feucht hinten. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt erkennt. Also Tropfen tut er noch nicht. Und Getriebeöl ist noch genug drin. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Aber schön ist das natürlich nicht. Er hat jetzt gemeint, erst einmal fahren. Erst einmal ein Zapfwellengerät hinten anhängen.
unten richtig arbeiten lassen. Vielleicht gibt sich das Problem von selber, weil er hat vorhin da auch Dreck rausgezogen und hat irgendwas draufgewickelt. Dann habe ich gemeint, das schauen wir erst einmal. Und wenn nicht, kann man den immer noch tauschen. Das ist ein ganz normaler Wellendichtring und naja. Muss man halt bei Gelegenheit einmal mitmachen, aber das ist nicht so dramatisch. Ja, und zu der Gangschaltung. Ich habe ihn jetzt nochmal gefragt, er hat jetzt gesagt, fahren. Erstmal fahren. Ist sein Rad. Fahne. Der vierte Gang bergauf, solange Last drauf ist, geht's. Der fünfte Gang bergab. Ohne Last fliegt er raus. Der vierte Gang bergauf, wie gesagt, das funktioniert ohne nicht zu halten. Solange die Zahnräder ineinander greifen, hält er. Wenn der allerdings bergab geht, dann rutscht auch der vierte Gang raus. Ist halt so. Er hat jetzt gemeint, fahre einfach weiter. Der KL300 hat es früher auch gemacht. Der ist damit auch gefahren. Es ist kein Problem. Du musst halt nur bedenken, wenn du den Berg runterfährst, dann musst du runterschalten. Den Aufwand, hat er gesagt, macht er jetzt nicht. Das ist ein modsmäßiger Aufwand. Er hat sich's nochmal angeguckt, hat er gesagt, eine Woche Arbeitszeit mit Sicherheit. Und das fängt er jetzt nicht an. Nicht vor der Saison. Kann man mal schauen bis zum Winter, vielleicht nicht, dass da noch was kommt. Dann machst du jetzt auf, machst die Federn, dann machst du wieder zu und dann kommt vielleicht noch irgendwas anderes. Hat er gemeint, nö, du fährst ihn jetzt erst einmal, du schaust da mal, wie es ist. Ich weiß ja jetzt, dass der fünfte Gang quasi bergab rausfliegt. Das nächste ist ja, bergab fährt man ja normalerweise nicht im fünften Gang, weil... Ich sag mal so, wenn du hinten einen schweren Hänger dran hast, dann bei uns den Dorfberg oder im fünften Gang runter, sondern eigentlich fährst du im selben Gang den Berg runter, wie du nachher auffährst. Von daher, vielleicht mal angepasst fahren, ne? Ja, nur weil man IHC gewöhnt ist, höchster Gang und ist halt ein anderes Getriebe. IHC hat ein synchronisiertes Getriebe, muss man auch dazu sagen. Und das hier, das ist halt oldschool. Er hat jetzt gemeint, Fahne. Du siehst, ob noch mehr kommt. Wenn nichts kommt, dann kann ich immer noch einmal aufmachen. Und dann sieht man das auch noch. Ich soll mir da jetzt keinen Kopf machen. Seine Meinung als Kfzler, beruhigt erst einmal weiterfahren. Ich weiß ja, wo der Fehler liegt. Muss ich halt dran denken, wenn ich dann am Berg abfahre, mit am Hänger dran, runterschalten. Dann fahre ich halt nicht mit 20 den Berg runter, sondern halt nur mit 15 Stundenkilometer. Mir kann es ja wurscht sein, dem hinten dran, der stürzt vielleicht. Jo, auf alle Fälle so viel dazu. Soweit ist der Schlepper quasi einsatzfähig. Bis auf einen neuen Schlüssel, dann ginge das auch noch. Und die Dichtung vorne jetzt vom Ölspaltfilter. Da hat er gesagt, das probiere ich jetzt dann nochmal mit einer ganz anderen. Da muss er von der Arbeit eine mitbringen. Und dann sollte das auch dicht sein. Kühler fehlt noch. Der ist verschickt. Ich konnte ihn leider nicht holen. Oder kann ihn leider nicht holen. Das klappt einfach nicht. Von daher, ja. Der kommt dann mit der Post. Oder, ja. Per Paket auf alle Fälle. Den dann nochmal noch zusammenrichten, lackieren, neu bauen. Gutes. Batterieabdeckung drauf. Eine richtige. Gutes. Dann sind nochmal die ganzen Dinge, die zu machen waren, erledigt. Der steht dann sauber da. Der fährt dann. Und dann ist gut. Soweit erstmal. Gut, das war's jetzt für den Samstag. Ich gehe jetzt Abendessen. Ja, Leute. Ei. Da haben wir mittlerweile Dienstagmorgen. Ja. Wenn ich ein bisschen geschafft und müde ausschaue, dann liegt es dran, ich habe eine 18-Stunden-Schicht hinter mir. Puh, ja. Wir haben die Firma wieder ans Laufen gekriegt. Die hängen wieder am Netz. Gestern um 4 angefangen und jetzt bis um 10 durchgeblockert. Ordentlich was gemacht, die ganze Nacht durch. Ja, ich bin fertig. Aber irgendwie trotzdem noch fit schlafen möchte ich jetzt nicht gehen. Das Wetter passt gerade so schön, die Sonne scheint noch ein bisschen, heute soll es nochmal schön sein. Was eine Nacht, ich sag's euch, geil. Gestern um 5.20 Uhr aufgestanden und seitdem bin ich wach, ohne Schlaf. Oh, Wahnsinn. Ja, auf alle Fälle, das ist erledigt. Und ja, ich bin vorhin heimgekommen und ich habe Post gekriegt. Und ich habe das Päckchen schon aufgemacht und habe schon reingeguckt. Und zwar ist mein Kühler gekommen. Schön verpackt. Batteriehalterung ist auch dabei. Sehr schön. Freut mich. Und ist wirklich sauber verpackt.
Das sind die Halterungen für die Batteriehalterung. Das muss ich mal losschrauben, das ist sauber verschraubt worden. Gar nicht nochmal so schlecht gemacht. Ja, da brauche ich Akkuschrauber, sonst geht das nicht. Tja, da ist jedenfalls mein Kühler. Das ist das drum, was oben ein bisschen lose ist hier, der Rahmen. Dürfte aber kein Problem sein, das lässt sich wieder anlöten. Und der sollte normalerweise etwas dichter sein. So, ich habe es mal schnell ausgepackt. Wir haben da einmal die Batterieabdeckung. Das ist quasi das Spanneisen oben drüber. Über der Batterie, was links und rechts eingehakt wird. Ja, da unten ist es schon ziemlich kaputt. Das muss ich schweißen. Ist aber kein großes Problem. Und da ist über die Batteriepole drüber. Schön mit Styrofor. Ja, und das ist der Kühler. Der ist natürlich jetzt dreckig, der gehört gereinigt. Mit Kaltreiniger. Auf alle Fälle ist er schon mal nicht so eingedrückt wie der andere, weil mein anderer, der ist ja hier die komplette Fläche eingeknietscht. Die ganzen Lamellen. Und zumindest vom Prüfen her hat es geheißen, der sollte jetzt nicht. Ja, das wird man dann sehen, wenn es soweit ist, wenn er verbaut ist. So schaut er auf alle Fälle schon mal gut aus. Hier auch vom Zustand recht gut. Die Rückseite schaut auch gut aus. Da ist meine auch deutlich schlimmer. Ich sage, es kann eigentlich nur besser werden. Das Einzige, was ich ändern muss, hier oben fehlt eine Halterung. Da werde ich die von meinem nehmen. Dass ich wieder einen kompletten habe, weil das gefällt mir so nicht. Aber da ist auch das Rohr seitlich, das Wasserrohr nicht geflickt. Viel besser. So, tja, dann haben wir noch was bestellt und zwar einen neuen Schlüssel für meinen Kramer. Ich habe ja gesagt, die gibt es noch und der ist heute auch gekommen. Ich zeige euch den mal. Passt leider noch nicht ganz. Den müssen wir noch ein bisschen zurechtfeilen. Das ist er. Hier, das ist der alte. Der alte ist ja vorne, wie gesagt, total ausgenudelt, kaputt. Und so sieht er eigentlich aus. Einen dicken Popel dran. Bloß das Problem, was ich hier habe, der ist von der Größe verkehrt. Weil wenn ich jetzt das genau nebeneinander halte, ist der ein bisschen länger und das reicht eben nicht aus. Wenn ich den ins Zündschloss stecke, dann habe ich keine Zündung. Das heißt, ich muss hier oben diese Nasen noch ein bisschen wegfeilen. Und dann sollte das auch funktionieren. Ja, muss ich noch ein bisschen basteln. Wird aber auch gar werden. Zu den Wiesen. Ich habe noch nicht alle Wiesen abgeschleppt. Eine fehlt noch. Die muss ich euch noch zeigen. Das ist die am Bahndamm. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Die große Schleppe ist schon wieder anderweitig unterwegs. Jagdgenossenschaft. Da werde ich dann die kleine nehmen, mit dem Kramer abschleppen. Und ich habe noch eine Wiese dazu bekommen, die ich dann auch gleich bei der Gelegenheit mit abschleppe. Das zeige ich euch aber dann noch gesondert. Und ansonsten würde ich sagen, war es das schon wieder für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis die Tage, euer Michel. Servus.